Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Projekt Was macht eigentlich? In diesem Projekt schauen wir immer auf 5 Kanäle zurück, die ich schon mal vorgestellt habe. Vorneweg würde es mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Like bewertet, abonniert meinen Kanal, schaltet die Benachrichtigung ein, damit ihr auch ja die Videos nicht verpasst. Und wir schauen heute mal wieder zurück. Wie gesagt, ich versuche das Video nicht so lang zu machen wie das letzte. Da gab es ein bisschen mehr zu erzählen, gebe ich zu. Aber ich werde mich versuchen, so kurz wie möglich zu halten, weil wir auch auf dem ersten Kanal Leak oder ja Leak, wie er jetzt heißt. Früher hieß dieser Kanal Usual Leak. Hatte früher 50 Abonnenten, hat jetzt 45 Abonnenten. Hat jeweils als Kanalbanner eine rote Ampel und als Kanalprofilbild mit einem sehr grauen Hintergrund. Eine Beschreibung ist nicht mehr vorhanden. Videos ebenfalls nicht. In diesem Kanal wieder, weißt du? Anstatt die schreiben auf diesem Kanal. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es hier leider nichts zu sehen. Ich weiß auch nicht, was er bzw. sie früher gemacht hat für Videos. Ist ein bisschen schade. Naja, okay, das Thema hatten wir ja oft genug. Aber nicht jeder YouTuber von damals ist heute noch aktiv. Und so weiter und so fort. So, das war der erste Kanal. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut bei Kanal Nummer 2 wieder. Und Kanal Nummer 2 gehört Krokos Chaos Channel für die heutige Folge. Und dieser Kanal ist aktiv. Halleluja, ein weiterer Kanal, der noch aktiv Videos macht. Wir haben ihn gefunden. Krokos Chaos Channel, wie gesagt, hat 70 Abonnenten. Früher 39 in der Zeit, als ich ihn vorgestellt habe. Hat knapp 3.500 Videoaufrufe. Eine schöne Beschreibung ist noch vorhanden, was er zurzeit macht. Da schauen wir mal rein. Seasons After All, Assassin's Creed Syndicate, Dishonored 2 und Aragami täglich Montag bis Freitag. Was das ist, weiß ich leider nicht. Hört sich nach einem japanischen Point-and-Click-Adventure irgendwie an. Ach nee, guck mal, hier sehen wir es nochmal. Auf jeden Fall, er ist aktiv mit dabei. Er hat von einem Tagessen einen Rift-Livestream gemacht, eine Stunde 3. Und des Weiteren die Projekte, die wir gerade gesehen haben, Aragami, Dishonored 2, Assassin's Creed Syndicate, Aufrufzahlen, ja, gut, ich glaube, da muss man nichts zu sagen, ist leider so. Gut, aber okay, ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem toll, dass er trotz der geringen Aufrufzahlen weitermacht. Daran sieht man und daran merkt man auch, also würde ich das jetzt rein interpretieren, schwieriges Wort, dass er trotzdem Spaß dran hat. Und genau das ist das, was auf YouTube heutzutage entscheidend ist. Für viele nicht. Für viele steht das Geld im Vordergrund. Damit können sie aber auch böse mal auf die Schnauze fallen und hoffentlich dann irgendwann mal aufwachen, dass auch der Spaß mit dazugehört. Aber gut, Krokos Chaos Channel macht wie gesagt Videos. Schaut da mal vorbei, falls ihr Interesse habt an ihm. Seid bei ihm aktiv mit dabei, wenn dies so ist. Und lasst einen schönen Gruß von mir da, falls ihr bei ihm vorbeischaut. So, Kanal Nummer 2 beendet, Kanal Nummer 3 folgt nach einem kurzen Cut. Bis gleich. So, Kanal Nummer 3 gehört Vega und da freut es mich besonders wieder, da kann ich wieder in den Titel reinschreiben, ich habe großen YouTuber gepusht, da kriege ich wieder ein bisschen mehr Klicks und so weiter und so fort. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, es freut mich aber trotzdem, dass dieser YouTuber viele Abonnenten, viele Abonnenten dazu gewonnen hat, gegenüber von vor 2 Jahren. Dort hatte er nämlich, oder damals hatte er, als ich ihn vorgestellt habe, 1845 Abonnenten, jetzt hat er 21.441 Abonnenten, also ein großer Abonnentenzuwachs, was mich wirklich freut, hat ca. 3,5 Millionen Videoaufrufe und das ist wie gesagt immer nochmal ein besonderes Gefühl, wenn man sieht, dass man einen YouTuber damals vorgestellt hat, der heute, ja, so ca. 20.000 Abonnenten hat. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, das freut mich auch wirklich. Wir gucken mal bei den Videos rein, da sieht es dann eher nicht so rosig aus, da hat er vor 3 Wochen das letzte Video hochgeladen. Vegetto SSB gegen Samasu ist wahrscheinlich aus Vega, also aus dem, na komm, sag mal, aus Dragon Ball Z, genau hier unten. Danke, dass der Titel da stand, sonst hätte ich den Namen nie wieder gewusst. Also, er macht vielleicht noch aktiv Videos, vor 3 Wochen das letzte. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig diese Videos sind, vielleicht brauchen die einfach ein bisschen mehr Zeit, aber ihr seht auch anhand der Aufrufzahlen, die Videos werden sehr aktiv und sehr gerne geschaut. Also er hat, glaube ich, alles richtig gemacht, hat ein schönes Kanalprofilbild, hat einen schönen Kanalbanner auf jeden Fall. Links sind da auch noch vorhanden, also dieser Kanal läuft vielleicht noch aktiv weiter, zu 60% vielleicht. Vor 3 Wochen, wie gesagt, war da das letzte Video, aber okay, ihr könnt es ja mal aktiv verfolgen, wenn es euch interessiert. Und ansonsten sehen wir uns nach einem kurzen Cut auf Kanal Nummer 4 wieder. Und Kanal Nummer 4 ist wieder ein Kanal, wo wir uns nicht so lange aufhalten müssen, denn dieser Kanal ist leider nicht mehr vorhanden. Dieser Kanal gehörte nämlich einst dem Flockchen Game, so hieß der Kanal früher, hatte 19 Abonnenten, als ich ihn vorgestellt habe. Wie viel er jetzt hat, das wissen wir leider nicht, werden wir auch nie rausfinden. Ich glaube, er hat, habe ich mir gerade nochmal kurz angeschaut, er hat, glaube ich, Minecraft gemacht und Tutorials, diverse Tutorials.
Ja, was er jetzt macht, wissen wir leider nicht. Zweitkanal habe ich von ihm leider nicht gefunden. Und ja, deswegen wollen wir uns hier gar nicht länger aufhalten, sondern switchen gleich zum letzten und fünften Kanal über nach einem kurzen Cut. So, und Kanal Nummer 5, der letzte für heute, gehört Andy Feedable oder Andy Feedable. Hatte früher 506 Abonnenten, hat jetzt 697, steht also kurz vor der 700er Marke. Ja, Kanalbanner und Kanalprofilbild sind noch vorhanden. Das ist nämlich der Andy Feedable selber. Und er sieht euch. Also hier steht da, hallo, ich grüße Sie. Ne? Also ist noch sehr förmlich. Ein Twitter-Account und Google Plus hat eh jeder. Aber wenn wir zu dem Video schauen, dieses große Aber lässt euch schon wieder raushören, dass er auch leider keine Videos mehr macht. Er hat vor einem Jahr das letzte Video gemacht und zwar Motrip, so wie du bist. Eine Parodie gemacht und davor auch so diverse Parodien oder auch diverse, ja, Themenvideos vielleicht. Die hat er mal ein Sketchformat, namenloses Sketchformat, da hat er aber leider nur eine Folge gemacht. Aber ich denke mal, anhand der Kanal, nicht der Kanal, sondern der Videotitel, man könnte so herauslesen, dass er so kleinere Themenvideos gemacht hat oder was weiß ich, so Just for Fun Videos einfach, je nachdem, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Na, auf jeden Fall, ihr wisst, glaube ich, was ich meinte, also bestimmte Projekte hat er nicht, er hat einfach Videos gemacht, die Videos gemacht, auf die er Lust hatte und so weiter und so fort. Jetzt habe ich meinen roten Faden wiedergefunden. So, das soll es gewesen sein für diese Folge, auch fast wieder 10 Minuten, naja, nicht ganz, aber okay, gab heute wieder ein bisschen mehr, aber nicht so viel wie beim letzten Mal. 5 Kanäle also wieder, viele haben leider auch wieder aufgehört. Der Krokus Chaos Channel macht noch aktiv Videos und der Vega, vielleicht, da hat er vor 3 Wochen sein letztes Video hochgeladen. Ja, und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Ja, abonniert meinen Kanal, schaltet die Benachrichtigung bitte ein, damit ihr über jedes Video Bescheid bekommt und schreibt auch ein paar nette Kommentare unten rein. Das würde mich auch sehr freuen und damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Hohe Stimme wieder aktiv. Gerade zum Schluss hin, weißt du? Ja, würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Macht's gut. Ciao.